Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Dieses Video wird wirklich ein ganz besonderes Video, weil wir heute eine Schule besuchen werden, hier in Mechambi auf Sansibar. Und dieses ganze Video wird ein Hilfsprojektvideo, das heißt, wir sammeln mit diesem Video Geld für die Schule, damit die Schule ihre Gebäude reparieren kann. Und wir werden uns das heute mal zusammen anschauen. Das ist mittlerweile schon mein viertes Hilfsprojektvideo und die vergangenen Videos haben einfach gezeigt, dass wir zusammen als Community wirklich einen Impact haben können, dass wir zusammen etwas Großes erreichen können und was Gutes tun können. Und das hat mich in der Vergangenheit, wie gesagt, super glücklich gemacht und deswegen freue ich mich auch mega auf den Tag heute. Und vor allen Dingen bin ich so dankbar für alle Menschen, die diese Projekte bisher unterstützt haben. Wie gesagt, nochmal ein riesiges Danke von mir und dann würde ich sagen, ja, geht's los zu der Schule, wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind angekommen und ich habe schon einen neuen Freund gefunden. Nice to meet you, Elias. Thank you very much. We are very happy to be here. Okay, also very happy to be here. So what's your position in the school? I'm head teacher here, or as a director of the school here. Teacher from 201 for around the 20 years here. This is amazing. How many students do you have in the school? I have 347. 347. Yes, 347 students. From the kindergarten up to the second class. So Leute, wir werden jetzt von Elias, dem Direktor hier von der Schule, herumgeführt. Er zeigt uns einmal die ganze Schule. Genau, dann schauen wir mal, wie wir auch helfen können. Wir gehen jetzt in einen Klassenraum rein. Die Aula, sozusagen Schulhaus. Oh, okay. Jumbo. Okay, hier geht's auf jeden Fall rund. Wie siehst du das denn bitte? Die sind so glücklich. Das ist so süß. So, jetzt gehen wir in den Klassenraum. Das ist fast die Primary Class. Standard 2, das ist Standard 2. Jumbo. Before this wall, this area is a computer room. This is a computer room. But okay. According to the lack of the classes, so we use this as a class. Not special for classes. They're not using the computers anymore? Computers. It's special for computer room. Okay, okay. So students will come here just to learn how to use the computer. Ah, makes sense, okay. Also Leute, dieser Raum wird provisorisch als Klassenraum benutzt, weil die eben halt in dem anderen Gebäude noch keinen Platz haben, weil das halt in der Renovierung gerade noch ist. Ich fahre one more say. Oh, this is enough for us. Ah, okay, okay. 12,000 liters. Okay. Also Leute, wir bekommen einmal im Monat das Wasser in solchen Wassertanks und das reicht dann, wie gesagt, für den ganzen Monat und sonst haben die hier eigentlich gar kein fließendes Wasser. Okay, wie ihr seht, dieser Raum, das soll mal das Labor werden und das wird auch schon renoviert. Also wie ihr gerade gehört habt, die Schule startet jeden Tag von 7 bis 1 Uhr für alle. Hier hört, aber es ist voll laut. Also wenn man hier in Deutschland in der Schule gehen würde, es wäre einfach mucksmäuschenstill. Das stimmt. Also das ist jetzt zum Händewaschen. Nur das wird aber nur benutzt, wenn die Kinder wie gesagt genug Wasser haben. Wenn die hier nicht mehr genug Wasser haben, weil das ja aus diesen Wassertanks da hinten kommt, dann haben die Kinder keine Möglichkeit, ja, sich die Hände zu waschen. Large one. Ah, large one. Okay. A big one. So this one is a second class. So also this class is a very small one. Okay, Leute, hier ist auf jeden Fall ein Klassenraum. Die haben den gesplittet. Hier hinter dieser Strohwand oder ist einfach noch ein Klassenraum. Okay, wow, it's very small, yeah. Also Leute, die Kinder lernen hier drei Sprachen. Also einmal Swahili, die Sprache, die hier in Tansania gesprochen wird. Dann lernen die Kinder Englisch und die lernen auch noch Arabisch, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ich glaube, das ist seine Klasse. Is this your class? Yeah, yeah. This is your class? Yeah. We are all in team. We are
Ah, we already know this song. Also Leute, gerade sind die Kinder alle in den Klassenräumen. Es ist wirklich einfach unglaublich schön, die Kinder so zu sehen. Und Lina und ich mussten gerade die ganze Zeit so grinsen, weil uns das so glücklich gemacht hat, wie wir begrüßt worden sind, wie die Kinder auch gesungen haben. Das war einfach unheimlich süß. Und ich freue mich auch einfach mega, dieses Projekt hier wieder zu machen, weil ich einfach merke, wie viel Sinn oder wie viel Freude mir das bereitet, einfach diesen Kindern zu helfen oder dass wir auch zusammen etwas erreichen können, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Das macht mich wirklich unglaublich glücklich und auch mega dankbar. Und ja. So, das ist hier die Bücherei. Wie ihr seht, an den Decken schimmelt es. Richtige Fenster haben wir hier auch nicht. Also Leute, das ist das alte Laboratory. Wir haben ja gerade das neue gesehen, was gerade gebaut wird. Und hier haben die Kinder vorher die Experimente gemacht. Also das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Wirklich ein riesiger Unterschied. Hier haben wir sogar Mikroskope. Und hier guckt euch auch mal wieder die Decken an. Also das neue Laboratory wird auf jeden Fall viel, viel besser werden. So, das ist das Lehrerzimmer. So, you have 24 teachers here? 24 teachers, okay. Okay, also hier steht die Mission von der Secondary School. Das ist Education First, Fishing Comes Last. Und das ist so ein bisschen wie dieses deutsche Erst die Arbeit, dann das Spiel. Und Fishing erst die Arbeit, dann das Vergnügen heißt das. Genau. Und Fishing ist in dem Sinne, dass die Kinder halt nach der Education an den Strand gehen dürfen und fischen dürfen. Ja, und also sozusagen, das ist dann der Spaß. Katharina darf jetzt die Schulglocke läuten. Also Leute, hier ist das Gebäude, was gerade noch repariert wird oder wo es gerade stehen bleibt, wo es leider gerade nicht weitergeht. Und ja, wir haben gerade nochmal nachgefragt, was die Schule genau braucht und womit wir letztendlich als Community helfen können. Und das ist zum einen ein neuer Drucker, weil die momentan nur einen Drucker hier haben. Und wenn die Klausurenphase ist und der Drucker kaputt gehen sollte, gibt es einfach keine Möglichkeiten hier mehr, Sachen auszudrucken. Dann auf jeden Fall neue Stühle. Ihr habt das ja vorhin auch schon gesehen. Viele Kinder sitzen auf dem Boden. Die Stühle, die wir momentan haben, sind auch einfach nicht mehr gut. Das ist auch eine große Sache. Und zum anderen auch noch Fenster. Wir haben jetzt auch hier schon einige kaputte Fenster gesehen. Genau, das sind ein paar Dinge von vielen, womit wir helfen können, wo das Geld, was wir spenden werden, letztendlich hingeht, damit ihr auch einfach wisst, wofür das Geld auch genutzt wird. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen Eindruck geben, ja, wie so eine Schule hier auf Sansibar aussieht, wie wir der Schule am besten helfen können. Für uns war es auf jeden Fall eine sehr schöne und coole Erfahrung, die ganzen Kinder so zu sehen. Und das hat uns, ja, einfach das hat uns das Herz erfüllt, so kann man es sagen. Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn wir zusammen, wie gesagt, etwas Großes erreichen können und diese Schule unterstützen können. Den Spendenlink bzw. den PayPal-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr diese Schule unterstützen würdet. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Video fandet. Es werden in Zukunft auf jeden Fall noch einige Hilfsprojekte kommen. Wie gesagt, das erfüllt mich einfach mega, diese Projekte zu machen. Und abonniert den Kanal gerne, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.